Hallo und willkommen zurück im Wilden Westen zu Red Dead Redemption Online. Mit dabei ist der Mike, der MZ80. Halli, hallo, hallöchen, Partner. Da es in den letzten Folgen irgendwie ein bisschen schief gegangen ist mit unseren Aufträgen, nehmen wir jetzt einen privaten Auftrag an. Also das heißt, hier werden wir unser Gesammeltes bei der Handelsgesellschaft mal wegbringen. Das ist jetzt ein bisschen was zusammengekommen. Wir werden uns jetzt diese Waren... Lieferwert bereit, $30 schon. Gestern war es noch weniger. Haben wir gesagt, bringen wir mal das weg. Örtliche Lieferung beginnen. Bist du bereit? Ja. Alles klar, dann starte ich. Da bin ich. Ah, da ist der Wagen. Bist du bereit? ¿15 Minuten haben wir Zeit. Lohnt sich schon, ne? Da die Sachen abzuliefern. Ja, $30 ist nicht schlecht. Ja. Und ich vermute, dass du weniger bekommst, weil du wahrscheinlich den Händlerberuf noch nicht hast. Genau, und weil ich ja nicht der Boss bin. Ja. Ja, das war im Wilden Westen schon so, da wurdest du auch nur beschissen. Oh, danke schön. Vielleicht können wir auf dem Rückweg noch was jagen. Das sieht heute sehr vielversprechend aus. Ja. Das Wetter passt auch. Jetzt kommt da schon wieder einen entgegen. Ich will dich anhalten. Sehr entspannte Fahrt heute. Ja, gemütlich. Sonne scheint, was willst du mehr? Oh, warte. Keine Gangster unterwegs, alles ruhig, also außer wir, ja. Ich habe gar nicht geschaut, wie weit das ist. Mann, geh auf die Seite. Würde da noch so ein Whisky drin liegen in Saloon? Ja. Boys? Kannst mich ja dann einladen. Von meinem Geld, weil ich ja weniger bekomme. Alles klar. Richtig. Super Boss. Also ich denke jetzt schon, hier wird das so sein, dass man einfach von anderen Spielern angegriffen werden könnte. Glaube ich. Damit was?
Ja, wegen der Lieferung, ne? Weil wir haben ja eine Zeitlimite und sehen ja auch den Wagen. Das ist so, wie wenn wir einen Auftrag machen. Und waren ja nicht ganz sicher, ob man einfach auch sonst angegriffen wird unterwegs. Aber ich denke, das ist wirklich nur für andere Spieler, die wahrscheinlich solche Handelsrouten vielleicht abpassen könnten. Weil bei der letzten ist ja auch nichts passiert. Nicht. Nein. Ja, das sind wir selber schuld. Also du natürlich. Oh, ich bin zu. Oh, Mist. Oh, das wird teuer. Oh, warte mal. So. Lach nicht. Vielleicht sollte bloß ich ein Whisky nehmen. Jetzt, Genau, machen wir auf der ja. Seite den Zaun auch kaputt, denn. Sieht wieder einheitlich aus. Jetzt sag mir dann, wie viel du bekommst. 30 hat es angegeben im Lager, dass wir 30 kriegen. Ich habe 30 bekommen. Ja, 200 15 XP. bekommen. Die Hälfte, ne? Okay. Oh, ist vielleicht hier ein Schlachter? Ja! Du dein Pferd, das hast du nicht abgegeben? Ich kann das nicht abgeben, Ja, weil warte es mal, aber das gehäutet hat. ist. Wieso war das? Das hab ich Ich ja. habe nicht daran Sag ja noch. gedacht. Ja, ich habe nicht daran gedacht. Ja, nicht weinen. Gibt's hier einen Laden, wo man Hosen kaufen kann? Weiß nicht. Warte mal, da hinten gibt's einen Shop. Hallo, ich bin's, der freundliche Cowboy. Warte mal, hier gibt's so einen Store. Ich gehe da mal gucken, ob ich da mal eine ordentliche Hose, die kneift ein bisschen im Schritt. Das ist. Guten Tag. Oh. Ja, ich wollte mal gucken, ob sie hier schöne Hosen haben. Garderobe. Ah, was hast jetzt du? Du hast doch gesagt, wegen dem Gewehr, was ich kaufen sollte oder was du hast, da so Schaden macht. So eine Schrotflinte. Eine Pump-Action oder so. Die sind sicher mega teuer. Ach, das kostet fast gar nichts. Du hast doch genug. Oh nein. Oberteil. Handschuhe. Also die heißt so. Ja, die heißt so. Pump Action Flinte. Kostet nur 266 Dollar. Joa. Das ist nicht viel. Ich lasse es. Ja, super. Gibt es hier keine Hosen oder was? Gürtel schnallen. Das hätte ich doch aber irgendwie, ich habe da so einen Gutschein für irgendeine Komponente. Aber das stimmt gar nicht. Oh, jetzt habe ich ohne Outfit gemacht. Scheiße. Angebot und warte mal. Ach so, hier gratis Waffenkomponente, Belohnung einlösen. Doch. Auch geklappt. Okay, ich sag nichts.
Ja, ich wollte eigentlich eine Hose, aber das habe ich irgendwie falsch gemacht. So, jetzt habe ich nämlich wieder keine Stiefel. Vielleicht muss ich erstmal einen Katalog blättern. Haben Sie sich jetzt hast du dir eine Waffe kaufen können? Ich habe sie nicht. Nein, ich habe zu wenig Dollar jetzt. Und das Gold möchte ich sparen. Das ist echt 299 Dollar oder so kostet die. Hose. Aha, ich muss mir hier erstmal Hosen. Ui. Das sind spezielle schussfeste Hosen, müssen das sein. Die kannst du gar nicht zahlen. Da kriegst du für 23 Dollar nichts. Warte mal, hier kriegst du beschlagene Hose. 6 Bahnarbeiterhose. Wie sieht denn die aus? Das sieht aber auch nicht so super aus. Basti, lass mich da nicht rein. So nicht. Schlangenlederweste, das ist natürlich gut, aber das kostet 6 Gold. So viel haben wir auch nicht. Ah, der hat auch so Zeug. Mal für mein Pferdchen was kaufen hier. Pferdewecker. Richtig Geld. Ja. Mantel kann ich mir auch nicht leisten. So, vielleicht noch ein Oberteil. Mann, 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 das kostet ja alles mega viel Geld. Ein Rock könnte ich kaufen. Oh, ich könnte so ein Hemd kaufen, da sind so Blumen drauf. Ja, da zieht ja mal. Schnieke aus. Warte mal, da gibt es noch ein anderes. Für 8 Dollar. Oh, das könnte mir schon. Komm ich auch nicht rein. So, das haben wir. Kopfbedeckung. Vielleicht haben wir noch einen voll krassen Hut. Oh, die kosten wahrscheinlich auch ein bisschen was. Ich versuche jetzt hier nochmal, ob ich da eine Quest, also so einen Auftrag aufnehmen kann, ob das immer noch nicht hinhaut. Das ist wirklich komisch. Ich habe noch gesehen, irgendeiner hat ein Outfit für mich hingelegt. Wahrscheinlich wirst du mich nicht wiedererkennen. Jetzt habe ich das Rest, hätte ich gar nicht kaufen müssen, hätte ich das vorher schon gesehen. Also es bekommen? Ja, ich habe doch da mal. Danke, danke Kumpel. So, willst du mich mal angucken? Okay. Wo sind sie denn? Ich komme schon.
Hallo, Boss. Oh, schick. Danke, gefällt's dir? Geht. Nee, es gefällt mir. Cool. Siehst du mal auch ein bisschen aus, ne? Wie ein Bandit. Jetzt sehe ich doch aus wie ein gemachter Mann. Kleider machen Leute, sagen sie doch. Jetzt muss ich noch einen Rock kaufen oder was? Pferd. Ja, das stimmt. Mein Pferd rennt davon. Warte jetzt auf mich. Okay, konntest du uns noch Arbeit besorgen? Nein, leider nicht. Irgendwie will das gerade nicht so, wie ich das möchte. Ich weiß es nicht, ob wir... Ich markiere jetzt mal noch das Lager. Das hat sich ja eigentlich theoretisch sehr gelohnt, ne? Dass wir da das Zeug abgeliefert haben. Wir könnten auf dem Weg zum Lager vielleicht ein bisschen jagen. Oder was? Ich will meine neuen Sachen nicht dreckig machen. Ah, dann schaust du halt zu und lernst. Okay. Ja, ist gut, ich lerne. Der Boss wieder wild um sich schießt, die Tiere wieder irgendwo die Klippe runterstürzen, dann sterben sie auch. Ja. Aber es hat funktioniert. Aber dennoch, das hat sich jetzt doch gelohnt, findest du nicht? Diese Lieferung. $15, ja, war jetzt nicht schlecht. Und ich habe 30 gekriegt, wenn du dann den Job vielleicht auch hast. Wenn das ist nicht wenig. Wenn ich auch mal einen Job lerne. Hast du ein Tier gesehen? Nein, Blümchen. Okay. Ihr Beins. Oh. Häuten oder aufheben? Jetzt hast du gesagt, nicht häuten. Was der da alles verwerten kann, oder wie? Ja. Weißwedelhirsch. Kuh. Kannst du den überhaupt aufheben? Klar. Nur die Wildschweine gehen, glaube ich, nicht. Gott, ich bin hier irgendwie mitten auf einem Feld. Baumwollfeld? Kann sein, ja. Ja, ja, sieht danach aus. Ich glaube, hier sollte ich nicht sein mit dem Pferdchen. Oh, oh, ouch. Oh, wir sind gestürzt. Okay, komm. Ja. Hier ist was. Ich nehme noch ein bisschen Salbei mit, dann kann ich dein Pferd wieder reparieren. Okay. Was ist das da? Kolbri Salbei. Kolbrisalbei. Ist gut für deine Ausdauer. Ah. Okay. Bist du immer noch auf diesem Feld? Hier sind Arbeiter. Ja, ich bin da drüber geritten und dann sind wir hingefahren, das Pferd und dich. Jetzt bin ich da am Blümchen sammeln. Oh, jetzt hätte ich fast noch einen. Warte. Ich würde gerne mal angeln. Das ist nicht irgendwie die falsche Richtung, wo du da bist. Ja, ich... Ja. Angeln. Da brauchen wir eine Angel. Das habe ich. Ich habe so ein... Schon? Hast du Köder auch? Nee, brauche ich einen? Ja, wäre nicht schlecht. Der muss ja irgendwie was anbeißen, der. Wo bist du denn?
Oder? Achso, ja, dann muss ich Köder kaufen erst. Oh. Hast du keine Köder? Nein. Kannst du Köder herstellen? Nein, wahrscheinlich nicht. Ja, das wäre vielleicht auch noch so etwas, das ein bisschen... Angeln ist cool, aber ich weiß nicht, ob du den Fisch kannst, glaube ich, nicht verkaufen. Also nur für dich selbst verwenden, oder wie? Zum Essen ist das natürlich gut. Ach so. Tauchen kann ich nicht. Noch schwimmen. Das sieht aber lustig aus, wenn du schwimmst. Hat's da Krokodile? Ich glaube, hier hat's keine. Ach so. Hier hat's Piranhas. So gewusst, wenn du schwimmst, damit du da auch sauber gehst. Die Pferde auch. Ah, stimmt, meine Haare waren nämlich jetzt zeitlich immer voller Blut. Ja, das wollte ich schon lang mal sagen. Aber ja, das ist, glaube ich, weg, ne? Tatsächlich. So komplett. Wir Cowboys ziehen uns unsere Sachen nicht aus, wenn wir uns waschen. Das ist ja Blödsinn, die müssen wir hinterher eh wieder anziehen. Klettenwurzel habe ich gefunden. Oh, hier ist noch irgendwas am Wasser. Das ist sicher auch irgendwas seltene Pflanze. Ah, wahrscheinlich Schilf oder so. Also sammeln kann man ja hier auch ohne Ende, ne? Mhm. Kannst du dann mit den Rezepten durchzeppen, wenn du Fleisch kochst, damit es eben solche Sachen dann hinzufügt. Hast du das gewusst? Was, ich kann mein Fleisch würzen? Ja, mit solchen Sachen kannst du dann mit dem Pfeiltasten, also wenn du das kochen, oder, dann wählst du es aus und dann siehst du unten ja Rezept und dann zeigt es dir die Pfeiltasten an. Und wenn du je nachdem vielleicht ein bisschen Salbei oder so dabei hast, dann kannst du das dazu noch. Und dann, glaube ich, verbessern sich dann die Eigenschaften vom Fleisch oder was auch immer du da am Machen bist. So, ich habe schon 50 Kräuter gesammelt. Ich hänge ein bisschen hinterher. Aber ich habe eine Ente gehört. Bock auf Entenbraten? Mhm. Wo ist denn die? Mega viel Zeugs zum Sammeln, das ist die krass. Hoffentlich kann ich das auch verwerten dann. Essen, wir essen das mal. Treffe ich nie. Oh shit. Ich hab's getötet. Oh Mann, was war denn das? Was Putziges aufheben? Was ist das? Ein Eichhörnchen oder was? Da kommt irgendwas. Rotes.
Irgendwo ist hier eine Schlange, glaube ich. Da ist sie. Eine Schlange? Hast du gesehen. Was ist jetzt hin? Ja, eine richtige Schlange, aber die ist richtig schnell. Wenn die dich beißt, dann kannst du sterben. Okay. Ich glaube, sie ist im Wasser abgehauen. Hat doch hier im Wald nicht nur ein Eichhörnchen. Du hast doch jetzt nicht ein Eichhörnchen erschossen. Ja, doch. Ist es schon so weit gekommen, damit wir uns mühsam von Eichhörnchen ernähren müssen? Ja. Oh, ich sehe was. Stinktier. Oh, das machst du. Sag mal, was ist das? Häuten. Jetzt soll ich das ja nicht häuten, ne? So ein Streifentier, Stinktier. Ja, nimm's das. Heute ist nicht. Nimm's so mit, wenn's geht. Mach ich. Kannst du in der Tasche stecken oder nicht? Nein, stinkt muss ich vielleicht verstauen. Ein bisschen. Ich lasse es durchlüften hier. Soll ich so Kleingetier jagen, nicht? Ich glaube, während wir uns da noch so ein bisschen durchwursteln und versuchen, irgendwelche bessere Beute zu machen, werden wir uns in der nächsten Folge wiedersehen von Red Dead Redemption Online. Schön, wart ihr mit dabei. Bis zum nächsten Mal, genau. Tschüss.